Okay, wisst ihr was? Ihr habt nicht die Erlaubnis, mich bei der Spieleauswahl zu verurteilen. Ich bin einfach so. Wir spielen heute Roblox Dress to Impress. Oh, wie soll ich das meinem Vater erzählen? Das Spiel funktioniert ganz einfach. Wir haben hier ein Model. Das bin ich, sieht man doch. In diesem Fall hier lautet das Thema missverstanden. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, uns anzuziehen und dem Thema zu matchen. Und da gibt es eine Bodenschau. Und die Leute können dafür voten, wie gut unser Outfit ist. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Okay, let's go. Das Thema ist modernes Königtum. Okay, ich habe schon einen Plan. Wir müssen uns edel kleiden. Sehr, sehr edel. Was haben wir hier alles so für Möglichkeiten? Hier ist ein ganzer Friseursalon. Okay, dann mache ich mir jetzt auch erstmal die Haare schön. Das muss funktionieren. Welche Frisur sieht denn am königlichsten aus? Blondes Haar? Nein, das ist gelb. Verdammt. Ich glaube, ich gebe ihr weißes Haar. Das wird gut aussehen, oder? Oh mein Gott, ich werde die so fertig machen. Was können wir hier noch machen? Wir können uns Make-up geben. Okay, ich bin so bereit dafür. Ich weiß nicht, ob das dumm aussieht. Ehrlich gesagt, das sieht ein bisschen too much aus. Das muss edel sein. Es darf nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig. Ehrlich gesagt, ich denke, wir nehmen das Gesicht hier mit dem kleinen Mutter mal. Okay, jetzt, wo mein Gesicht schon mal fertig ist und ich aussehe, als würde ich alles slayen, wird es Zeit für ein Outfit. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Wir sollten uns wirklich ein bisschen ranhalten. Was ist das hier? Oh, warte mal. Ich kann meine Hautfarbe ändern. Mal sehen. Wisst ihr was? Ich mache mich gelb. Wir haben noch 2 Minuten 42. Okay, die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Muss ich die Kleider hier alle kaufen? Oh nein, die hier sind umsonst. Was ist denn königlich? Königlich. Oh mein Gott, ich brauche ein Kleid. Ich brauche ein weites Kleid. Am besten wäre es, wenn ich eine Krone oder sonst was habe. Guckt euch mal an, wie gut sie ist. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Wisst ihr was? Ich ziehe das hier an. In einem anmutigen Blauton. Das sieht gar nicht mal so... Oh, verdammt, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir können das kombinieren. Wir können das kombinieren. Ich bin gut da drin. Das ziehen wir auch in Blau an. Guckt doch. Also wenn mein Outfit jetzt nicht königlich aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Schade ist, dass wir nicht jedes Item nehmen können. Weil das hier kostet Geld. Und ich habe kein Geld. Aber irgendwie fehlt mir was. Ein Accessoire. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben eine Haarschleife. Wir können uns eine goldene Haarschleife machen. Zeig mal her. Alter, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Natürlich brauchen wir auch noch eine Kette und Ohrringe. Nehmen wir diese Kette. Die ist schön. Auch in Blau. Oh mein, okay, 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 wow. Ich habe das Gefühl, wir tun hier etwas. Obwohl, ist das Outfit ein bisschen zu freizügig für königlich? Oh mein Gott, nein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Guckt euch mal an, wie die andere angezogen ist. Die wird mich fertig machen. Ich brauche eine Handtasche. Woher hat sie die Handtasche? Mann, sagt mir doch, woher habt ihr eure Handtaschen? Das ist unfair. Guckt euch mal an, wie gut die aussehen. Kann ich das hier an... Nein, ich habe nicht genug Geld dafür. Aber hier sind ja noch mehr Outfits. Das wusste ich nicht. Ich brauche noch irgendetwas. Irgendetwas, was ich fixen kann. Eine Schleife? Komm schon. Oh, ich trage eine blaue Schleife. Nein, das ist die falsche Farbe. Okay, ich glaube, wir haben so verkackt. Ich glaube, wir haben... Guckt euch mal, wie königlich sie ist. Oh, mein... oh, verdammt. Wie viele Sterne sollen wir ihr geben? Ich denke mal, ich gebe ihr 4 Sterne, weil sie hat es auf jeden Fall total geslayt. Guckt euch mal an. Wow, das sieht fantastisch aus. Sie macht sogar noch ein paar Posen dazu. Man kann Posen machen. Wie mache ich Posen? Oh, hier hinten. Ach du Kacke. Sie hat sogar eine Kette, wo Queen draufsteht. Sie ist ausgerutscht. Das gibt ein paar Minuspunkte. Aber ehrlich gesagt, 5 Sterne. 5 Sterne. Das sieht fantastisch aus. Der Regenschirm, die Kette. Fantastisch. Wie soll ich dagegen eine Chance haben? Ehrlich gesagt, du gefällst mir nicht so. Bisher bist du die Schlechteste. Deswegen kriegst du nur 3 Sterne. Es tut mir leid, ich versuche so realistisch wie möglich zu bewerten. Aber das Outfit sieht halt aus, als ob sie irgendwie in Paris in der Innenstadt rumläuft. Und nicht König... Oh mein Gott, das Outfit ist viel schlimmer. Und das bin ich. Ich habe keine Chance. Ich habe so verloren. Ich habe nicht mal gepostet. Okay, sie kriegt 4 Sterne von mir. Das sieht gut aus. Aber ich kann mir denken, wer der Gewinner ist. Ah, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die mit dem riesen Regenschirm. Aber wir haben total verkackt. Wie gesagt, das war unsere erste Runde. Wir waren gerade mal beim Aufwärmen. Irgendwann mache ich euch fertig. Das Thema ist zu spät zur Schule. Late for school. Das heißt, ich muss mich beeilen. Und wie sieht man aus, wenn man sich beeilt? Man hat zerzauste Haare. Man sieht ein bisschen fertig aus. Das wird der Style sein. Ein bisschen fertig, ein bisschen kaputt. Zerzauste Haare. Das sind keine zerzausten Haare. Das sind verdammt gute Dreads. Oh Gott, nein. Das zerzauste Haare? Das sind alles keine zerzausten Haare. Und wenn ich Haare nehme, dann stecken die sich einfach über meine anderen Haare rüber. Ich muss die hier erstmal entfernen. Ich brauche schlecht gemachte Haare.
Sind die die sehen alle auf irgendeine Art und Weise fantastisch aus, um ehrlich zu sein. Aber das ist schon das, was am besten rankommt. Ich kann auch kein Make-up oder so tragen. Oh mein Gott, ich rede schon so, als wäre... Vielleicht werde ich Profi in dem Spiel. Ja, die Haare werden braun, schwarz. Ich weiß gar nicht, habe ich da irgendwie so einen Mittelton? Nein. Ja, das ist doch gut. Ansonsten... Oh, warte mal, diese Frisur ist vielleicht die beste. Das könnte die beste Frisur sein. So, ich jumpe mal... Ja, als ob ich sie mir einfach irgendwie zusammengebunden habe, so last minute. Als nächstes nehmen wir das Make-up. Es tut mir leid, aber das Make-up muss runter oder total verschmiert sein. So. Oh, das ist es. Das ist es. Das perfekte Make-up. Zu spät zur Schule. Ich sehe ein bisschen verwirrt aus. Ich habe mir Lippenstift drauf gemacht, aber gut habe ich es nicht hinbekommen. Oh mein Gott, Girl. Das ist das Beste, was wir machen können. Das ist das Beste, was wir machen können. Ich brauche Kleid. Wieso laufe ich nicht mehr? Ich fliege. Irgendwie bugge ich ein bisschen rum. Aber ist egal. Ist egal. Zu spät zur Schule. Was zieht man an, wenn man zu spät zur Schule ist? Irgendwas, was schnell geht. Ach du Kacke, ihr übertreibt total. Ich glaube, ich gewinne das. Ich glaube, ich gewinne das. Am besten ein Hut oder so, eine Mütze. Ich versuche, meine schlechten Haare zu verdecken. Aber die Mütze geht irgendwie über meine Haare hinaus. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Irgendwas. Eine Cappy. Aber wieso? Okay, ich hab's probiert mit der Cappy. Und wisst ihr was? Ich find's ehrlich gesagt gar... Ich find's übel. Das sieht übel aus. Oh nein, ich kann die Cappy nicht benutzen, aber ich habe kaum noch Zeit. Was zieht man an, wenn man zu spät zur Schule kommt? Wahrscheinlich nicht das extravaganteste Outfit der Welt. Einfach eine Leggings? So, und ein T-Shirt. Ich brauche jetzt irgendein T-Shirt. Einfach... Oh, warte mal. Das könnte sein. Das könnte sein. Oh mein Gott. Ja. Slay. Nice! Skin Tones. Ich kann meine Hautfarbe ändern. Ja, ich mache mich ein bisschen brauner, ehrlich gesagt. Damit fühle ich mich einfach wohler. Ehrlich gesagt, das ist ein gutes Outfit, um sich, wenn man schnell ist, oder? Schuhe nehmen wir jetzt natürlich auch nichts Extravagantes, weil wir sind zu spät. Wir kommen zu spät zur Schule. Wir kombinieren die Farbe ein bisschen, weil schwarz geht zu allem. Ja, das ist gut. Ehrlich gesagt, warte mal, lass mich doch mal kurz mein Make-up angucken. Oh mein Gott, ich werde gut da drin. Oh, warte. Nein. Ich brauche... Irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie... Ich hatte keine Zeit. Eben gerade, das war wahrscheinlich schon das Beste. Oh mein Gott, hier sehe ich sogar müde aus. Oder? Ja, ich sehe müde aus. Das ist es. Was ist hier? Das ist für VIPs. Okay, ich bin kein VIP in dem Spiel. Natürlich brauchen wir noch eine Tasche. Einen Rucksack. Weil ich gehe ja zur Schule. Irgendwo müssen meine Schulbücher rein. In den Schulranzen hier. Und der wird auch schwarz sein. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde, ich habe das Thema verdammt gut getroffen, oder? Was ist das hier? Handschuhe. Okay, nein. Ich bin zu spät zur Schule gekommen. Das heißt, ich hatte keine Zeit. Also ehrlich gesagt, ich finde, wir haben das großartig gemacht. Das sieht genau nach dem Thema aus. Keine Zeit, sich fertig zu machen, aber trotzdem irgendwie fresh auf seine Art und Weise. 5 Sterne für uns. 5 Sterne. Oh, warte mal. Das ist eine Two-on-Two-Show. 2 Leute. Wie? Das ist... Verstehe ich nicht. Late for school. Ehrlich gesagt, die Outfits sind... Ach, nicht ab! Ich habe vergessen zu voten. Das tut mir aber leid. Das war wirklich nicht extra. Ich will... Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel, es tut mir leid. Du siehst nicht so aus, als würdest du zu spät zur Schule kommen. Von daher 2 Sterne. Das ist übel. Da kannst du posen, wie du möchtest. Du bist kacke. Die nächste, bitte. Die nächste. Let's go. Mal sehen, wie ist dein Outfit? Oh mein Gott. Das ist fantastisch. Schläfrige Augen, das Outfit sagt einfach, ich hatte keine Zeit, mich fertig zu stylen und sehe trotzdem fresh aus. 5 Sterne. 5 Sterne. Also wenn ich jetzt nicht auf dem Podium lande, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist es unfair und gerickt, das Spiel. Okay? Wer kommt als nächstes? Das ist halt viel zu fertig gemacht. Das ist halt viel zu fertig gemacht. Die Haare gefallen mir, das Outfit gefällt mir. Du bekommst 3 Sterne, aber du siehst nicht so aus, als wärst du zu spät zur Schule gekommen. Hör doch auf zu posen. Hör auf. Du hast keine Chance gegen mich. Das ist so safe ein erster Platz. Als ob du zu spät zur Schule gekommen bist. Du siehst aus, als würdest du dir 20 Stunden über dein Outfit Gedanken gemacht haben. Tut mir leid, 1 Stern. Thema verfehlt. Thema verfehlt in meinen Augen. Definitiv.
Okay, wen haben wir noch? Du kommst zu spät zur Schule, aber hast Zeit dafür. Bro, und diese Pompoms, ich weiß es nicht. Ah, nein, es tut mir leid. Ihr habt das Thema verfehlt. Als nächstes ist... Ich werde gewinnen. Ich werde halt einfach gewinnen. Wie nice ist das denn? Ich gebe dir 2 Sterne. Ich finde, ihr seid halt einfach voll am Thema vorbei. Ich sag's euch ehrlich. Kein Hass oder so. Und als letztes kommt das einzige Outfit, wo ich sage, das könnte konkurrieren. Allerdings hast du gar kein Gesicht. Und das ist unrealistisch. 3 Sterne. Hättest du noch ein Gesicht, dann wäre es super gewesen. Aber so... Na, das habe ich gewonnen. Das habe ich gewonnen. Wie? Wie? Das kann nicht wahr sein. Jetzt mal, no joke. Das Outfit ist zu spät zur Schule gekommen. Ich meine, ihr Outfit ist gut. Aber guckt euch mal, meins. Oh mein Gott, nein, das Spiel ist gerickt. Das Spiel ist gerickt. Das kann nicht sein, dass ich da verloren habe. Ich sag's euch ehrlich. Ich kann immer noch nicht laufen, komischerweise. Das ist voll komisch. Oh, warte mal. Ach, jetzt. Ich musste nur aus der Pose rausgehen. Oh Gott, das kotzt mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen an. Ich sehe irgendwie nicht ein, dass wir gerade verloren haben. Ich sehe es wirklich nicht ein. Das nächste Thema ist Fairy Tale. Fairy Tale? Yo. Fairy Tale ist ja irgendwas mit Geschichte, so Fantasy-mäßig. Ihr wechselt alle eure... Oh, stimmt, man kann die Hautfarbe wechseln. Und es ist Fairy Tale. Wisst ihr was? Ich bin blau. Ich bin blau. Mehr Fairy Tale geht nicht. Und weißt du was? Ich benutze Flügel. Weiße Flügel. Die sehen super aus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Muster da drin. Ah, oh mein Gott, ist das... Das Muster ist perfekt. Passt zu meiner blauen Haut. Allerdings müssen wir den Rest des Outfits loswerden. Und zwar da die Leggings. Das Shirt. Die Sneaker. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt, ich habe blaue Gefleckte. Das sieht fantastisch aus. Wieso soll ich da noch groß was tun? Blau mit Flecken. Oh mein Gott, das ist fantastisch. Ich muss den Rucksack noch loswerden, weil ich soll ja wie eine Fee sein. Was ist das? Ein Heiligenschein. Nee, da weiß ich jetzt nicht. Nee, der gefällt mir nicht. Es werden jetzt viele Leute mit Flügeln kommen. Pompoms vielleicht? Nee, das gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt finde ich mein Outfit so richtig gut. Muss ich da wirklich noch viel tun? Vielleicht ein bisschen Schmuck? Eine Kette? Nein, das ist es alles nicht. Das ist es alles nicht. Es muss nicht kompliziert sein, damit es gut ist. Und ich sag's euch ehrlich gesagt, das Outfit gefällt mir so. Die Kette muss weg. Die Ohrringe müssen weg. Vielleicht ein anderes Make-up. Okay, damit kann ich mich zufriedenstellen. Oh mein Gott. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist gruselig. Nein. Das hier ist es. Das hier ist es. Das richtige Gesicht, oder? Obwohl, das hier ist halt auch... Oh mein Gott, nein. Das hier ist halt ziemlich gewagt. Aber wer weiß denn schon, wie eine Fee aussieht? Nein, ich nehme das nicht. Ich nehme das nicht. Ich nehme das hier. Das passt schon. Wir suchen uns noch ein Outfit raus. Irgendwas. Weil ich denke, das wird unsere Chance auf jeden Fall erhöhen. Nehmen wir uns das hier als Crop Top. Oh mein Gott, ich kenne die Fachausdrücke. Nice, ich bin nice. Nice. Und ehrlich gesagt, warte mal, können wir die Hose anziehen? Irgendwie gefällt mir die Hose ja. So eine Adidas-Hose. Oh, oh, okay. Oder soll ich die Hose weglassen? Wisst ihr was? Ich lasse die Hose einfach weg. Und das Crop Top. Ehrlich gesagt, Mann, das gefällt mir schon am meisten. Das Merkmal meines Outfits ist die einzigartige Haut. Und das kann man doch so akzeptieren, oder? Bitte bewertet mich gut. Guck mal, das sieht doch... Erstmal, wieso sind das 2 zusammen, die zusammenarbeiten? Zweitens, die grüne gefällt mir, der andere halt nicht. Und der zieht es ein bisschen runter. Deswegen 3 Sterne. Das ist ein schönes Outfit. Kann ich nichts gegen sagen. Kriegst 4 Sterne. Eigentlich solltest du wegen diesen Strümpfen Minuspunkte bekommen. Aber ist egal. Weil die benutzt jeder. Das bin ich. Und ich sag's euch ehrlich gesagt... Ich sehe aus wie eine Elfe, die aus dem Wald kommt. Keine Schuhe, nix an. Einfach nur roh. Okay, wisst ihr was? Das gefällt mir gar nicht. Einfach ein Kleid übergeworfen? Na, nein, nein, nein. Ich war wenigstens eine richtige Elfe. Oder Fee. Tut mir leid, keine Elfe. Wen haben wir hier noch? Oh mein Gott, das ist gut. Das ist richtig gut. Verdammt, okay, okay, okay. Sie ist Snow White. Sie cosplayt Schneewittchen. Das hat 5 Sterne bekommen. Das war wirklich eine gute Idee. Kann ich nichts gegen sagen. Okay, du, naja, es geht. Es hält sich, ne? Einfach schwarz anzuziehen ist heutzutage keine Mode mehr. Die Zeit ist vorbei. Aber Schneewittchen wird gewinnen. Ach du Kacke. Das sieht schrecklich aus.
Also das sieht wirklich schrecklich aus. Legit, ich hasse es. Und du bist ein VIP. Du hast sogar mehr Sachen zur Verfügung als andere Leute. Und bist trotzdem so am Verkacken. Last but not least, das ist gut. Das ist wirklich gut. Oh Gott. Das macht mich stolz. Das macht mich stolz. 4. Weil Schneewittchen hat 5 Sterne bekommen und das war wahrscheinlich das beste Outfit. Die Abstimmung ist abgeschlossen. Der Gewinner ist... Die Gewinner sind... Wie kann dieses hässliche Outfit gewinnen? Die anderen beiden verstehe ich ja, aber da... Okay, wow. Und Schneewittchen hat nicht gewonnen? Aber Leute, fandet ihr, ich habe gute Outfits an den Start gebracht? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich will mal beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.